CRTC, so sehen Sieger aus. Und nach längerer Hallenpause melden wir uns von Hockey-Videos wieder mit dem Spiel Feldhockey-Rückrunde. Uhlenhorst Mülheim beim Krefelder HTC, die Mülheimer im klassischen Grün-Weiß, die Krefelder heute ganz in Rot. Schiedsrichter sind Dr. Christian Denkenbrock von Rot-Weiß-Köln und Robert Rost vom Kahlenberger HTC. Die Ausgangssituation für dieses Spiel, Uhlenhorst Mülheim kann sich hier ein bisschen Luft verschaffen und den vierten Platz festigen vor den Verfolgern, die da sind, Berliner HC oder aber auch der Krefelder HTC, die sich durchaus noch Chancen ausrechnen, wenn denn diese Rückrunde mit den vielen Spielen noch richtig gut läuft, vielleicht da nochmal bei den ersten vier anzugreifen. Und Felix Klein ist es, der hier die erste Duftmarke setzt. Nach gespielten 8 Minuten trifft er aber nur das Außennetz. Hier nimmt den Ball halt an, er tickt etwas. Da würde man sich und trifft den Ball vielleicht nicht ganz genau, deswegen ans Außennetz. Mülheim dann auch so langsam wach geworden mit den ersten Angriffsversuchen. Da bleibt man erstmal nochmal hängen und da fällt ein Krefelder. Nein, fällt nicht. Man sieht deutlich, wie Tilo Strzalkowski da den Schläger ausstreckt und kriegt natürlich für diese Unterbrechung eine grüne Karte, obwohl es überhaupt nicht notwendig war. Der Ball war lange, lange weg und da beißt sich der Mülheimer Mannschaftskapitän bestimmt irgendwohin, denn so eine grüne Karte, die könnte ja auch mal Folgen haben. Warten wir mal den weiteren Spielverlauf ab. Uhlenhorst Mülheim. Und da war ein Krefelder Fuß, das wurde erst in der Zeitlupe deutlich, Leines Batz. Und deswegen auch der Pfiff von Deckenbrock. Rund 350 Zuschauer auf der Gerdwellen-Hockeyanlage, um sich dieses Spiel, dieses West-Derby anzugucken. Und das sahen wir hier sehr, sehr häufig. Hier Tim Herzbruch, der junge Mülheimer, kann seinen Widersacher nur mit einem taktischen Foul bremsen. Grüne Karte nach 15 Minuten. Bereits 2 grüne Karten. Tilo Strzalkowski, der Mülheimer Mannschaftsführer. Und Marc Appel kann sich auszeichnen. Auf Krefelder Seite. Sehen wir es. Tilo Strzalkowski lässt 3 Leute stehen. Hechtet sich da rein. Und eine prächtige Reaktion des jungen Krefelder Torhüters. Tina Bachmann, die Trainerin von Uhlenhorst Mülheim. Bestimmt nicht zufrieden mit dem Verlauf bisher. Kontermöglichkeit. Mit einfachem Spiel kommt der Krefelder HTC in den Schusskreis von Lennart Küppers, dem Mülheimer Torwart. Und da fehlt der Mülheimer Hintermannschaft eindeutig die Zuordnung. In einer 3 gegen 3 Situation sind praktisch alle Krefelder dennoch frei und sogar anspielbar. Nächste Möglichkeit Krefeld. Und auch hier war Oskar Deke, Patrick Schmidt, Entschuldigung, völlig frei an dem Ball, hat sich da hinter dem letzten Mülheimer hervorgemogelt und keiner für ihn zuständig, aber knapp vorbei.
Zug Richtung Tor hört man vielleicht, aber da war nicht so ganz das Tempo. Große Kurve von Max Godau bei Ulnorst Mülheim. Vielleicht noch nicht routiniert genug, um das etwas anders zu lösen. Und für die Krefelder Hintermannschaft dadurch kein Problem für Ronan Gormley, den irischen Nationalspieler. Felix Klein mit dieser Möglichkeit schickt die benachbarten Kleingärtner zum Bälle suchen. Hoch in die Wolken der Schuss. Da hätte man eindeutig mehr draus machen können. Ulnhorst Mülheim mit einer Auszeit. Und immer wieder die Mülheimer Angriffsbemühungen parallel zum Kreisrand laufen, irgendwann die Lücke suchen, in den Kreis zu kommen. Und wenn man sie dann gefunden hat, dann ist Marc Appel da, der ein ums andere Mal die Mülheimer Chancen vernichtet. Marc Appel zum ersten und hier der Nachschuss von Tino Strzalkowski. Marc Appel zum zweiten, bevor dann endgültig geklärt wird. Und da wird der Ball zunächst ins Ausgespielt von Jan Fleck aus und es gibt Gelb. Und man fragt sich zunächst, warum gibt es denn hier Gelb? Auch in der Zeitlupe nicht eindeutig zu sehen, aber Jan Fleckhaus geht ganz offensichtlich mit der runden Seite zum Ball. Und dann ist das natürlich Absicht und dann hat der Schiedsrichter eigentlich keine Option und muss ihm die gelbe Karte zeigen. Und dieses Reinrutschen, das bewertet Christian Deckenbrock als Attacke auf den anderen Schläger. Und deshalb gibt es Strafecke da. Ganzen Mann reingerutscht, aber auch hier nicht deutlich zu erkennen. Trifft er den anderen Schläger oder hat er vielleicht nicht wirklich den Ball getroffen? Da gibt es noch Diskussionen mit dem Schiedsrichter, aber der lässt sich in der Regel bei so etwas nicht umstimmen. Und diese Ecke hier, verzogen von Tobias Matania. Ja, tickt ein bisschen nach dem Stoppen, aber kann den Ball nicht ganz einhängen in der Keule. Und deswegen auch nicht hart genug. Zwei Ulnhorster rutschen da rein. Aber es bleibt zur Halbzeit beim 0:0. 0:0 hört sich langweilig an, so war es nicht. Und er sorgt dann auch wenigstens in der Pause für Stimmung. Die zweite Halbzeit und die Zuschauer wollen Tore sehen. So, Diskussion um eine Strafecke. Ganz Krefeld läuft auf Robert Ross zu. Schauen wir mal in der Zeitlupe. Ja. Da sieht man eine Hacke, aber es sieht so aus, als wenn Linus Butt den Ball mit dem Schläger ablenkt. Nach Beratung der beiden Schiedsrichter wird die Ecke zurückgenommen und mit Bulli das Spiel fortgesetzt. Auch wenig Proteste der Mülheimer. Danach, also schien das alles seine Richtigkeit zu haben. Und der schnelle Niklas Wellen auf der linken Seite wird aber gestoppt. 40. Minute haben wir. Ballbesitz Krefeld in der eigenen Hälfte. Hintenrum über die linke Seite. Und auf einmal tut sich da die Lücke auf. Links, Mitte, links. Und dann wieder in die Mitte. Dieser wuchtige Schuss von Oskar Deke zur Führung. Für den CATC, für die Hausherren zum 1:0. Da sehen wir nochmal den Querpass.
maßgerecht serviert. Rechte Fuß vorne, darauf wartet jeder Schütze nur, so frei zum Ball, so genau angespielt zu werden. Und der routinierte Oskar Deke, er trifft den Ball sofort, voll platziert. Keine Abwehrmöglichkeit für Küppers im Tor von Uhlenhorst Mülheim. Böse, freche Konter der Mülheimer jetzt. Hektik um Marc Appel, ein Gewühl. Und dann geht's irgendwie raus. Mülheimer natürlich sauer, den vorher der Vorteil genommen wurde. Hier nochmal die Eckchen im Kreis. Und da sind so viele Spieler, zumindest für die Kamera, nicht ersichtlich, warum denn jetzt hier rausgepfiffen worden ist. Schiedsrichter war näher dran, wir werden es ihm glauben. Publikum ruft Fuß, Spieler rufen Fuß, Robert Drost zeigt Fuß an und Christian Deckenburg pfeift dann auch Fuß. Strafecke. Leines Batz. Und auch der Nachschuss sitzt nicht. Küppers konnte sich da auszeichnen. Abgewehrt. Jetzt nochmal die Wiederholung. Und jetzt achten Sie mal auf den Mülheimer Torwart und auf den irischen Nationalspieler Ronan Gormley, der am langen Pfosten steht. Da geht Küppers hin. Und da versetzt er ihm mit dem Handschuh nochmal einen Hieb. Da muss er höllisch aufpassen, denn es gibt Schiedsrichter, die sehen das und werten das als Tätigkeit. Und dann darf er sich über eine harte Bestrafung nicht ärgern. Auf jeden Fall jetzt noch einmal Ecke für den Krefelder HTC. Schüsschen und Marc Appel mühelos. Da sieht man's. Tim Herzbruch ist da etwas abgerutscht. Nicht voll getroffen den Ball. Niklas Wellen. Hat lange den Ball auf der Vorhand, kann lange warten bis zum Torschuss. Vielleicht doch ein bisschen zu weit nach außen geraten. So, da hat es gerade geklackt. Im Mittelfeld Patrick Schmidt gegen Tino Strakowski. Der Ball läuft weiter. Und jetzt ist das Spiel unterbrochen. Und Christian Deckenbruch hat sich die Attacke von Schmidt gemerkt und gibt ihm die grüne Karte. Hier nochmal in der Zeitlupe. Als Schmidt Tino Strakowski auf den Schläger haut.
so laut, dass man es bis oben auf den Kameratouren hörte. Patrick Schmidt. Ah, wird der Ball immer länger. Küppers rechtzeitig draußen. Aber Gefahr noch nicht ganz bereitigt. Riesenmöglichkeit. Patrick Schmidt. Juniorenweltmeister 2009. Da ist der Torwart, klärt. So, Uhlenhorst Mülheim, 66. Minute, will den Ausgleich. Und dann wird der Ball ganz billig abgegeben. Tino Strzalkowski unterbricht diesen Konter gegen Linus Bart, trifft ihm dabei auch noch an den Fuß. Und jetzt erinnern wir uns, Tino Strzalkowski hatte schon einmal grün für ein taktisches Foul, ganz am Anfang. Und bekommt dann jetzt in Konsequenz die gelbe Karte. Uhlenhorst Mülheim also nun bis zum Abpfiff ohne den Mannschaftsführer in Unterzahl. Und das bei einem 1:0 Rückstand. Da ist es faul und da trifft er Linus Batz. Die letzte Minute, ein Angriff für Mülheim. Ballverlust. So, Krefeld jetzt darauf bedacht, das Spiel über die Zeit zu bringen. Den Ball sicher zu halten, oder? Noch eine sichere Chance zu nutzen, nämlich durch Florian Pelsner in der letzten Spielminute. Und da jubeln die Fans. Und in Krefeld wird man hinterher sagen, wir haben lange, lange, lange nicht gegen Uhlenhorst Mülheim gewonnen. Es wurde mal wieder Zeit. Und die Uhlenhorster nicht zufrieden, so gegen Ende gibt es dann auch nochmal zum vollen Programm ein bisschen Rudelbildung. Tobi Matania und Oskar Dicke geraten da aneinander. Aber besonnene Mitspieler und der Schiedsrichter schlichten da erst einmal. 2:0 der Endstand. Und der Krefelder HTC ist ein kleines bisschen rangekommen an die führenden Mannschaften und wahrt sich so seine Chance, wenn es denn ein Ziel ist. Tina Bachmann, man sieht ihr richtig an, wie sauer sie ist. 2:0 der Endstand, Krefeld gewinnt zu Hause gegen Uhlenhorst Mülheim. Und es folgt ein Interview von Rolf Rangen mit dem Krefelder Trainer Mats Mahn. Nach langer Vorbereitungszeit, 6 Wochen, glaube ich, war circa Vorbereitungsphase, bis es wieder weiterging mit der Feldhockey-Bundesliga. Die Rückrunde gestartet, optimaler Auftakt für den Krefelder HTC. 2:0 Sieg im Derby gegen Mülheim. Das war natürlich optimal und schreit einfach nach noch mehr Punkten, Mats Mahn. Ja, wir sind sehr zufrieden, sehr glücklich. Wir genießen jetzt einfach auch mal dieses Gefühl. Haben eine sehr intensive und harte Vorbereitungszeit gehabt. Und von daher ist es jetzt auch so, dass man ja, nach so einem Spiel einfach mal ein paar Minuten glücklich sein darf. Viele, viele Großchancen gegeben für die Jungs von Mats Mahn, für den Krefelder HTC. 2 Tore am Ende. Und man hatte das Gefühl, die Jungs wollten einfach. Vielleicht auch, weil sie so viele verletzte Mannschaftskollegen haben, für die sie mitgespielt haben. Ja, definitiv. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist sehr, sehr gut. Und wenn dann gerade auch noch heftige Verletzungen dabei sind, ist es nochmal, dass man für die Jungs das nochmal mehr mitmachen will. Sehr stark ist, dass wir uns so viele Chancen erarbeitet haben. Und ja, auch hinten 2:0. Also ja, wirklich sehr stark. Sehr guter, perfekter Start. 3 Punkte auf dem Weg, vielleicht doch noch zum 4. Platz, den man ja noch erreichen kann, um mitzumachen beim Halbfinale. Ich weiß, Mats Mahn antwortet darauf immer, wir denken von Spiel zu Spiel. Das wird auch jetzt wieder so sein, aber trotzdem, das nächste Spiel ist ja schon wieder ein Endspiel, wenn man so will, gegen Berliner HC. Denn auch da müssen die Punkte eigentlich in Krefeld bleiben, nächsten Samstag.
Ja, das ist ja unser Ziel. Wir spielen sehr gerne zu Hause. Gerade wenn noch so eine Kulisse ist wie heute, macht es nochmal doppelt Spaß. Und wir wissen, dass wir zu Hause schon noch ein Stückchen stärker sind als auswärts. Und von daher wollen wir zu Hause die Punkte halten. Und das wollen wir halt auch jetzt nächste Woche gegen Berlin. Wenn wir jetzt eine gute Woche hinlegen wieder, das wird sicherlich von der Stimmung her ein bisschen einfacher sein. Von daher ist da alles gut und das nehmen wir jetzt gerne mit. Und dann wollen wir mal gucken, was nächsten Samstag geht. Aber vier Jungs sind nicht da. Die sind mit der Nationalmannschaft in London, machen dort einen Lehrgang und spielen zweimal, glaube ich, gegen die englische Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch wieder ein Bruch im Training. Ja klar, auf der anderen Seite sind wir wahnsinnig stolz, dass wir vier Nationalspieler haben. Das ist, sind ja auch einige, die wirklich hier aus der eigenen Jugend kommen, drei von denen. Von daher ist das einfach ein Zeichen dafür, wie exzellent die Jugendarbeit unten drunter ist. Und ja, wir versuchen halt dann jetzt im Herrenbereich da weiterzumachen, dass die Jungs weiter gut drauf sein können. Und für die Jungs, ja, die kommen topfit danach wieder zurück. Wir werden das, denke ich mal, gut dosieren, was danach so ansteht. Und ich glaube, jetzt sind alle heiß, von daher alles gut. Wir wünschen der Mannschaft ein verletzungsfreies Trainingswoche, weil Verletzten sind ja auch im Training aufgetreten während der Vorbereitungsphase. Deshalb, glaube ich, ist der Wunsch ganz legitim und wünschen natürlich auch viel Erfolg mit den nächsten Spielen. Ja, vielen Dank. Wir werden das Wort Verletzung auch ab jetzt nicht mehr in den Mund nehmen bei uns. Von daher ist passiert. Passiert halt auch beim Leistungssport. Jetzt geht es darum, dass alle gesund weitermachen und dann werden wir weiterarbeiten. Dankeschön, Mats Mahn.